Marvin. Hier sind der Tanja und Rainer. Und du? Und du, genau. Und heute haben wir nochmal eine Wanderung vor uns. Die ist ungefähr 11 Kilometer lang, startet in Almbach und nennt sich Zwischen den Wäldern. Ja. Und die Tanja, die kann noch was sagen über das Höheprofil. Das sind ungefähr 170 Höhenmeter. Ist nicht so die Welt, aber bei dem Wetter reicht uns eigentlich, gell? Wir wollen nicht so viel. Jo. Und ja, jetzt sind wir im Moment schon mal an der Schlucht. Die Eva-Loch-Schlucht. Ja. Was das auch heißen mag, soll sich jeder selber seine Gedanken machen, steht hier auf dem Schild. Es soll aber so schon der Höhepunkt dieses Wanderwegs sein, oder einer der Höhepunkte. Ja, weil da eigentlich kommt noch ein Kunstobjekt. Keine Ahnung, was das ist, lassen wir uns mal überraschen. Sind wir vielleicht vorbeigelaufen, Kunstobjekt. Manchmal sind wir richtige Kunstbanausen. Noch eine Fledermaushöhle soll das sein. Taschenlampe machen wir dabei. Da jawohl. Ein bisschen Höhlenforschen machen. Jo, und ich würde sagen, nehmen wir mal los. Ne? Jo, das Wetter ist noch mal nicht so hundertprozentig prickelnd bis jetzt. Und es ist auch ganz schön abgekühlt. Also ich hätte mal noch ein Sweatshirt mehr mitholen, sag ich mal. Naja. Aber wir müssen den Berg hochlaufen, kriegen wir vielleicht warm. Ich würde sagen, wir laufen uns warm. Okay, bis okay, später bis dann. Mut. Ciao. Schön, auf einer alten Eiche. Gut, weiter geht's. Jetzt haben wir so circa 2 Kilometer hinter uns. Nur gleich hoch. Jetzt kommen wir hier scheinbar an den richtigen Einstieg von dem Wanderweg. Sesser unweit der Ortsgemeinde Wirschweiler. Der ist sogar schon 1975 ist das erste Mal erwähnt worden. Das ist schon ein alter Ort. Im zentralen Dorf befindet sich eine Kirche. Da gibt es einen Taufstein aus dem 15. Jahrhundert zu sehen. Die Leute hier haben ihr Geld traditionell in der Edelstahlschleiferei verdient. Na gut, kann man noch Wirschweiler lernen. Jo. Guten Morgen heißt Gemäue. Und guten Tag. Alle Gare, das heißt alle zusammen. Sputze heißt spucken. Bläse, laut rufe und so weiter. Ich film's mal ab, da können da daheim vielleicht auf die Pausetaste drücken und können selber lesen. Das ist an sich sehr interessant. Der Tag. Ja gut, wir als Saarländer verstehen schon das meiste. Ja. So, jetzt haben wir doch noch unser Kunstwerk gefunden. Hat was. Sei es auch mal. Okay, dieses Objekt, das zählt als Wegzeichen oder Zeitobjekt. Das kann auch die Sonnenzeit anzeigen. Der Sockelstein, der unterste, steht für die Nacht. Und der zweite große Stein für den Tag. Und die zahlreichen kleineren, geschichteten Steine für die Stunden. Okay. Mann! Jetzt stehen wir wieder am Abgrund. Jetzt sind wir auf der Relaxbank und relaxen vor uns hin.
Relax. 3 Meter Gang. Schönste Pausebänkchen, ne? Da kriegst du die Krise, kriegst du da. Absolut die Krise. Hier gleich der Weg einem Truppenübungsplatz. Ab in den Batsch. Ja. Ab in den Matsch. So, wir gehen jetzt also durch einen schönen Tannenwald. Das sieht auch richtig verwunschen aus. Mhm. Ich suche mal die Fledermaushöhle. Ja, wir kommen irgendwann noch an der Fledermaushöhle vorbei. Die sind wir auch mal gespannt. Mhm. Wie ich gerade sehe, ist in 800 Meter Entfernung eine weitere Traumschleife, der Köhlerpfad. Den werden wir die nächsten Tage dann auch noch abwandern. Hier wird es ja richtig gefährlich. Vorsicht, Selbstschüsse. Und auf dem Dach sieht man eine alte Seemine. Oder Nachbau einer Seemine. Okay. Gefährlich. Sehr gefährlich. Weiter geht's. Die Landschaft hier, die ist sehr schön, kann man nicht sagen. Fledermaushöhle. Eva-Loch-Schlucht ist 3 Kilometer, durch die sind wir gekommen. Ist auch eine sehr schöne Landschaft hier. Ne? Da hinten sieht man noch eine schöne Abhängbank. So, wo gehen wir hin? Ich glaube geradeaus weiter. Ne? Wirklich ein schönes Panorama. Schau mal, wie der Baum da unten so klasse aussieht. Ne? Oh, wo ist er dann? Da. Herrlich. Und hier, das soll die Fledermaushöhle sein. Okay. Zu Hause ist. So, es kommt noch die Sonne ein bisschen raus, ne? Mhm. Mann, da liegt eine Menge Holz. Ja. Kann ich. Wenn es volle kommt, uiuiui, ja. Ja. Guck mal, da ist ein Pausebänkchen. Gerade würde ich doch mal hier unser Tee vielleicht machen. Das ist nicht eine schlechte Idee. Schönes Eckenschild, gerade ja. Und da geht es nachher weiter. Oh, sind noch 4 Kilometer. Ja. Sind wir schon wieder im Auto. Okay, da gibt es noch was zu lesen. Da lesen wir mal. Ne? Genau. Wir haben uns doch entschieden, wir gehen ein bisschen weiter. Weil es ist doch ein bisschen viel Windgang und mit dem Trania-Kocher da den Tee warm zu kriegen, das ist schon ein kleiner Kunststück. War nur ganz kurz windstill, ne? Ja. Da hat es recht wieder angefangen. So, der Weg ist an sich ganz schön, kann man nicht sagen. Also ist abwechslungsreich. Es ist immer so ein bisschen melancholische Stimmung. Es sieht so ein bisschen November-Feeling in der Luft. Mhm. Das ist so, ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Es ist so ein bisschen fast depressiv. Gell? Ja. Ich bin immer richtig gelüscht, ja. Wir haben gerade beschlossen, anstatt Weißwürste machen wir halt oben vielleicht doch einen Jägerschnitzel. Ja, wir müssen halt oben Selbstbelohnung machen. Wir machen so ein gutes Jägerschnitzel und das macht die Tanja selber mit frischen Pilze. Das ist ein Gedicht. Ich weiß gar nicht, was ich verpasse. So, okay, jetzt geht es wieder besser. Weiter geht's. Ja. Dark Forest. Hier werden die Touristenziele in der Region vorgestellt. Eine Reise in diese Region ist immer eine Reise wert. Ah, Kempfeld. Ja, ja, den haben wir doch eben gesehen, ne? Richtig. Das war der gewesen.
Asbacher Hütte, Bundenbach, guck mal, Veitsrot, da hast du doch die Batschläufe gemacht. Veitsrot habe ich die Batschläufe gemacht. Wir sind an der Fledermaushöhle angekommen. Also das andere kleine Höhlchen, wo man gesehen hat, das war nicht die Fledermaushöhle. Hm. Diese Höhle, die ist sogar beleuchtet, aber nur bis zum 15.10. Gut, da gehen wir uns mal angucken. Wir haben ja Taschenlampe dabei. Jo. Altes Dollen als Quartier der Fledermäuse. Okay. Sieht man was? Ja, die Höhle geht weit, aber. Da ist die Taschenlampe noch zu schwach, ne? Irgendwie. Okay. Ja. Ich will auch was essen, bitte. Ich hab Hunger, hungry. Oh, ist das so niedlich. Oh, wow, danke. So, hier ist verwendet, die Sonne doch noch ein bisschen, ne? Mhm. Sieht die Landschaft auch gleich ganz anders aus, wenn die Sonne scheint, ne? Ja, muss auch gleich anders aus, ja. Ne? So, jetzt lassen wir mal die Drohne steigen. Wow, die liegt ja ganz sicher in der Luft. Und jetzt landen wir ganz sanft auf der Erde. Ui! Wir haben einen Knall, aber das müssen wir. Zu Wahnsinn, das Wetter wäre umgeschaut. Ne? Richtiger blauer Himmel. Und das war ein schöner Teich. Und hier ist er noch. Ja, und da. Schön. Der ist ziemlich trüb, da sind noch Fische drin. Boah, das war eine stolze Bure, hä? Ja. Wow. Wunderschöner Baum. Ja, unser Baumflüsterer ist unterwegs. Da sieht man mal, was für Durchmesser der hat. So, wir laufen jetzt durch Werschweiler. Ein schöner kleiner Ort. Und unsere Wanderung geht jetzt langsam auch schon zu Ende. Das ist ca. wie viel haben wir gesagt? 600 Meter, ne? Okay. Ja, die Sonne war es dann doch noch hold. Insgesamt war es eine schöne Wanderung. Nur am Anfang war es wirklich trübsinnig. Ja, und wenn das Wetter nicht so schön ist, dann ist eben alles nicht schön. Ne? Stimmt. Aber unser Jägerschnitzel gibt es trotzdem. Ja, da freue ich mich drüber. Und ein gutes Glas Rotwein. So. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
über ein Abo oder Like von euch, würden wir uns freuen. Klar. Bis dann, immer. Bleibt gesund. Jo, bleibt gesund. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. So, jetzt melden wir uns doch noch einmal. Wir stehen hier vor der historischen Kirche in Werschweiler. Und die besichtigen wir jetzt aber. Ach noch, das ist doch klar. Ehrensache. Die Kirche ist leider verschlossen. Kommt öfters vor, dass man die Kirchen nicht mehr besuchen kann. Schade. So, die Tanja wartet wieder auf mich. Den haben wir noch einen schönen Brunnen. Wunderschöner Brunnen. Hier ist noch eine schöne hergerichtete Grillhütte. So. Also die Gemeinde macht was hier für ihre Bürger. Kann man nicht sagen. Und schaut euch mal diesen Schwenker an. Boah. Da passen 2-3 drüber, ne? Und wenn der durchgebrannt ist, holen wir den nächsten. Das ist immer Kurbel, ne? Oh ja. Okay, dann sagen wir dann nochmal Tschüss. Und wir gehen sagen, gut, dass Kaffee trinke. Richtig. Und halt oben wissen wir, was da gibt. Feines, feines Jägerschnitzel. Das macht das Tanja sowas von klasse. Ciao. Ciao.